Das beste Heimteam der Liga empfängt die Mannschaft, die am Freitag das dickste Ausrufezeichen gesetzt hatte. Die Schwenninger Wild Wings gegen die Augsburger Panther, die den EHC Red Bull München mit 7:2 am Freitag geschlagen hatten. Er hatte gut lachen, Steve Walker, zu Hause seine Mannschaft erst eine einzige Niederlage. Sein Gegenüber Christoph Kreuzer schaute etwas zerknirschter drein. Entsprechend der Trainerminen auch der Auftakt in diese Partie. Schwenningen hatte mehr, tat auch mehr für die Partie und hatte die erste dicke Gelegenheit. Nach nicht einmal 3 Minuten Alex Trivelato wird bedient von Tyler Spink und scheitert an einem guten Markus Keller, für den das nur der Auftakt war. In eine gute und vor allem arbeitsreiche Partie für ihn gleich hinterher. Wieder Spink, diesmal für Jörz und wieder Markus Keller auf dem Posten. Danach traute sich auch Augsburg in die Offensive. Andrei Hakulinen da mit einer ersten zarten Gelegenheit. Er noch 3 Tore gemacht am Freitag. Hier kommt kein weiteres hinzu. Und die beste Augsburger Chance, die hatte Zach Mitchell im ersten Drittel. Matt Pumple legt rüber und dann 1-gegen-1 gegen Eriksson. Aber auch der Schwenninger Goalie hielt sich schadlos im ersten Abschnitt. Christoph Kreuzer notierte, was besser werden musste. Und im zweiten Drittel wurde es etwas besser für seine Mannschaft. Dennoch Schwenningen weiter das agilere, das aktivere und dann auch das erfolgreiche Team. Karl Platzer staubte ab nach einem Abschluss von Alex Karatschun und brach so den Bann für die Wild Wings und Markus Keller so zum ersten Mal geschlagen. Karatschun setzt sich gut durch, bringt noch den Torabschluss hin und dann lauern sowohl Seneschen auf der einen als auch Platzer auf der anderen Seite und Karl Platzer ist es dann, der das 1:0 markiert. Augsburg im zweiten Drittel nur im Powerplay gefährlich. Hier Simon Sesemski nach einer schönen Kombination über Andrei Hakulinen trifft die Scheibe aber nicht voll und so auch das kein Problem für Joachim Eriksson. Noch nicht ganz vorbei dieses Ding. Steve Walker deutet es an und Augsburg hatte wieder Powerplay im dritten Abschnitt. Ozzo Rantakari mit einem Sahnetor. Wird da bedient von Matt Pumple, nimmt Maß und lässt Joachim Eriksson keine Chance. Pumple mit der Übersicht, Rantakari schaut und zimmert ihn dann Eriksson unters Lattendach. Der AIV schlug zurück im letzten Abschnitt 1:1 und das der Auftakt in eine spannende Schlussphase. Denn Augsburg machte weiter, hatte direkt danach nochmal eine gute Chance durch Mirko Sacher, der da schön von Collins bedient wird, aber in Joachim Eriksson seinen Meister fand. Auch Schwenningen mühte sich weiter in der Offensive. Hier wieder Alex Karatschun, der wieder die Scheibe zu Platzer bringt und der staubtrocken humorlos zur erneuten Schwenninger Führung. Das ist die Erfolgsformel an diesem Abend. Karatschun bringt irgendwie die Scheibe zu Platzer und der knallt ihn zum 2:1 hinein. Augsburg mobilisierte danach noch mal einiges. Am Ende fiel aber kein weiteres Tor mehr und Schwenningen feiert den 10. Heimsieg im 11. Spiel. They're tough to play at home and on a smaller sheet, so yeah, they play hard and you know, I thought we played hard too, but they just found a way to get a couple of 5-on-5 and that was about it. I thought we played a really solid game. I thought we were the better team for 60 minutes and it felt good to get rewarded. Am Ende der 4. Sieg in Folge für die Schwenninger Wild Wings. Augsburg kann seine Freitagsform nicht bestätigen und erleidet wieder mal eine knappe Niederlage. Alle Spiele der deutschen Eishockey-Liga live, nur bei Magenta Sport.